soll ja schon an einen Rennsportwagen sozusagen erinnern. Teilweise, teilweise. So wie er heute steht, das hat sich mitentwickelt mit den Jahren, wie ich umgebaut bin, wie ich mit der ganzen Sache gereift bin, mit dem Ganzen. Ne? Mhm. Und was ich vorhatte, war so meine eigene Version von dem über GSI baue. Ne? So, wo man sagt, der ist nicht verbastelt, sondern, das sind ganz viele mittlerweile, ne? Weil von Tuning Hall nicht viele Leute dann was, aber wenn jemand sagt, hey, pass auf, das geht nicht, dann sage ich, warum nicht? Es muss doch einen Weg geben. Und dann so, nee, das kriegst du niemals hin. Doch, das probieren wir. Und das ist rauskommen. Das ist das Ergebnis und das Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht man ja auch hier vorne, es hat sich super viel quasi getan. Und je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, dass Original und Tuning sehr nah beieinander liegen und dass sehr viele Details umgebaut wurden. Weil ja, es ist optisch auffällig und man sieht sofort, boah, da ist was dran passiert und auch nicht wenig.